Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Pinkbox eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese wunderschöne Box auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine Beauty-Abo-Box, die hauptsächlich so Produkte aus dem Bereich Drogerie beinhaltet. Du hast da ungefähr 5 Produkte immer drin, ich glaube mindestens 5 Produkte. Und die kostet ab 13,45 müsste das sein. Krumme Zahl, aber läuft. Erscheint monatlich. Ich habe die in der Kooperation. Deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, hier haben wir jetzt die Edition Be Mine, was jetzt natürlich zum Valentinstagsmonat Februar so gut passt. Das ist schon sehr süß. Genau, das ist schon ein süßes Cover. Ne? Mag ich leiden, ist eine hübsche Geschichte. Hier hinten steht drauf, you are loved. Du bist geliebt. Das ist schon, ne, ich mag das. Ich finde das schön, wenn man so ein bisschen diese Selbstliebe ein bisschen mehr aus den Leuten herauskitzelt, wenn man so den Leuten das Gefühl gibt, dass alles gut ist. Ne, gerade jetzt aktuell braucht man das einfach ein bisschen mehr. So, ich entferne den Deckel und in dem Deckel steht drin, du bist schön. Das macht die Pinkbox jeden Monat. Und das finde ich so schön. Das finde ich echt lieb. Das ist, ach, nice. So, genau. Hier haben wir dann ein Seidenschleifchen, was das Seidenpapier verschließt, und ein Klebi, der sogar mit einer Biene ist. Also Leute, ich sag nur, rettet die Bienen. Das ist so, so wichtig. Wenn ich so an Asien denke, ne, die ja mittlerweile diese ganzen Kirschblütengeschichten, also diese ganzen Kirschbäume oder Apfelbäume, Obstbäume, Bäume per Hand teilweise bestäuben müssen, weil denen die Bienen weggestorben sind und die keine Bienen mehr haben. Weil Bienen sind dafür da, dass wir alle leben können, ne? Das ist traurig, das möchte ich bei uns nicht haben. Deswegen, wenn ihr im Sommer draußen sitzt und euch einen schönen Orangensaft trinkt und dann kommt eine Biene an, schlagt die nicht weg. Ganz vorsichtig kann man die wegschieben oder man stellt ein kleines Schälchen hin, das machen wir ganz gerne, wo man dann so ein bisschen Zuckerwasser oder sonst irgendwas drin hat, weil das ist, was die Bienen nun mal aktuell dann brauchen in dem Moment. Die brauchen Nahrung, gib denen Nahrung. Die werden euch nicht stechen oder sonst irgendwas. Die meisten Bienen, die zu euch an den Tisch kommen, wenn ihr am Essen seid draußen oder so, sind nicht aggressiv. Wir haben zum Beispiel bei uns 2, 3 Häuser weiter einen Imker und die Bienen kommen alle bei uns am Teich immer zum Trinken und fliegen dann weiter in den Wald. Es hat uns hier noch keine Biene gestochen, ne? Mein Freund wurde einmal gestochen, weil er am Teich stand und die Hände überschränkt hat, weil er sich gedacht hat, ach, ist das alles schön. Hatte dann aber leider genau hier eine Biene gerade sitzen. Die hat sich natürlich gewehrt, das macht Sinn. Aber dass uns eine Biene angegriffen hätte oder so, auf gar keinen Fall. Deswegen seid lieb zu den Bienen, die helfen uns allen, dass wir leben können. Das ist echt wichtig, sonst bestäubt hier keiner irgendwas, ne? Nur mal so am Rande. Ach Mensch, das ist hier gerade echt moralapostelmäßig. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt in der Box drin haben. So. Die riecht nach nichts. Ich mache mal das Seidenschleifchen auf. So. Und den Klebi vorsichtig öffnen. Oh, ist eingerissen. So. Und hier haben wir dann auch den Blick in die Box. Das Heftchen, wo drin was drin ist, verdeckt alles. Und da sind noch ein paar Karten. Naja, dann wühlen wir uns halt mal nach und nach durch. Okay, Be Mine. Ich gucke mir mal an, was sich die Boxenpacker beim Boxenpacken gedacht haben. Hallo Pink Lady, dein Herz schlägt schneller, deine Sicht ist rosarot und in deinem Bauch summen fleißige Bienchen. Gibt es eigentlich etwas Schöneres, als verliebt zu sein? Und ich muss gestehen, nach über 15 Jahren bin ich das tatsächlich immer noch manchmal. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn dein Freund auf einmal am Valentinstag Blumen bestellt hat. Und dann klingelt da jemand und du machst einen Pyjama, total verballert am Sonntag jemandem auf, weil du denkst, wer zur Hölle? Und dann steht da jemand mit einem Strauß Blumen für mich. Oh, ja, okay. Läuft, ne? Um dem Valentinstag alle Ehre zu machen, haben wir die Be Mine Box im romantischen Special Design für dich zusammengestellt. Was du in deiner Box entdecken kannst, unter anderem den verführerischen Duft, der deinen Schatz süchtig machen kann. Eine Lippenpflege, die deine Lippen nach dem Knutschmarathon intensiv pflegt und gleich 2 Schaumlotionen für streichelzarte Haut. Du solltest dich also besser schon mal darauf einstellen, dass dein Liebling dich nur noch Honey nennen wird. Fun Fact, mein Freund heißt in Fachkreisen, also wenn ich ganz wild drauf bin, Honey Bunny. Ne? Hat mit seinem Namen zu tun. Alles gut.
da du von Kopf bis Fuß zuckersüß und unwiderstehlich sein wirst. Wir wünschen dir von Herzen viel Spaß beim Testen der Beauty-Highlights, dein Pinkbox-Team. Ja, cool. Bin ich sehr gespannt. Ich guck mal eben, ob hier hinten noch irgendwie... Manchmal haben wir hier nämlich auch so... Ja, dein Test. Was für ein Beziehungstyp bist du? Ne, das hat die Pinkbox hier nämlich im Heftchen, wo drin steht, was drin ist, manchmal noch mit dabei. Finde ich ganz schön. Dann, ja, Auflösung, bla bla. Läuft. Finde ich cool. Es fängt an mit Kärtchen und diese Karten, die hier mit drin sind, verwende ich immer gerne, wenn ich Verlosungsboxen packe und dann einfach noch die ein oder andere Zeile für die Gewinnerin halt mit reinschreibe. Ne? Und ja, es fängt an mit einem Herzchen, geht weiter mit Be Mine, geht weiter mit einem Text, den ich so nicht lesen kann, weil das Display viel zu klein ist. Ein gutes Buch ist wie Schokolade. Wenn man damit beginnt, kann man nicht mehr aufhören. Das stimmt allerdings. Aktuell lese ich die Bücher von Danny Pelletier übrigens. Ach so, oh, das war gar keine Karte, das ist ein, das ist Werbung. Okay, aber das kann man sich auch in einen Rahmen machen und, ne, irgendwo hinpacken. Oder ich klebe es in eine andere Aufklappkarte rein als Spruch. Und You Are Loved ist hier auch noch mit bei. Fancy, okay. So, hier habe ich jetzt den Blick in die Box, ne. Also, ich weiß nicht, ja, egal. Wir haben so viel Bilou-Produkte immer in den Boxen drin. Wahrscheinlich, weil die von der Größe her auch super reinpassen, weil die Leute tierisch drauf abfahren und weil man die zu erschwinglichen Preisen in der Drogerie kaufen kann. Würde ich jetzt mal so tippen, weswegen die halt immer in den Boxen drin sind. Pink Sparkle from Bilou, fliegender Cremeschaum. Und das ist eine kleine Größe mit 75 Millilitern. Also, ne, die halten ja so schon nicht so lange. Und ich glaube, die 75 Milliliter, die mache ich in der Woche, wenn überhaupt, leer. Oh, das riecht aber richtig gut. Richtig süß. Ich glaube, ja. Also, ich weiß nicht, ob mein Freund das gut findet, aber ich würde mich persönlich total zum Anbeißen finden damit. Das ist schon cool, ne? Dann haben wir noch eine weitere Geschichte von Bilou, nämlich der fliegende Cremeschaum Silver Sparkle. Das ist dieser hier. Und der soll süßlich warm wie ein sanft glitzernder Winterzauber riechen. Wie auch immer das riecht. Der ist so viel anders als der pinke? Nicht wirklich. Riecht aber angenehm. Also, ne, kann ich dann demnächst mal verwenden, ist okay. Dann haben wir hier etwas drin, was ich auch in meinen Fullface dekorative Kosmetik aus Beautyboxen für Februar mit aufnehmen werde, nämlich den Eye Blender Brush von Fräulein B. Fräulein B haben wir öfters mal in den Beautyboxen mit drin. Und ich muss sagen, ich habe mir mittlerweile sogar nur wo. Hier? Ne, irgendwo habe ich mir sogar da, daneben, eine Pinselbox gemacht, wo ich die ganzen Pinsel aus meinen Beautyboxen reingepackt habe. Und wir haben schon einige von Fräulein B bekommen und von Nieré und so. Hier, das ist auch von Fräulein B, ne? Hatten wir immer mal wieder in Boxen mit drin. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, das macht doch Sinn, dass ich die in so eine Box packe. Ist übrigens von Themas. Den Haul dazu verlinke ich dir hier oben mal. Da hatte mein Kollege mich dazu animiert, dort zu bestellen, weil er was haben wollte und ich dann mitbestellt habe. Und dann bin ich zur Dosenlady geworden. Egal, das ist eine andere Geschichte, Leute, die ich euch in dem eben verlinkten Video gerne erklären kann. Genau, und hier haben wir dann den Blender. Ich habe eben erst meine Nägel lackiert, Leute, ne? Und das ist alles ein bisschen verrückt gerade. Da kriege ich das alle nicht so wirklich auf. Oh, komm schon. Nein, das ist festgeklebt. Ich kann es aufschneiden, das ist kein Thema. Ups. Sehr viel Arbeit, um daran zu kommen, ich sage euch das. Ja, aber die Fräulein B-Pinsel mag ich gerne. Die sind schön fluffig, die sind qualitativ echt top. Genau, wir haben immer mal wieder was von denen drin. Wir hatten von denen auch mal so diesen Petting-Sponge, den kein Mensch braucht, den Silikonschwamm, den ich auch nicht so gerne mochte. Aber immer, wenn wir die Pinsel drin haben, feiere ich das. Ist cool. Das mag ich. So, und jetzt haben wir hier das Parfum. Ja gut, komm. Happiness Femme Eau de Parfum von Miro. Das finde ich total klasse, denn Happiness kann doch jede von uns aktuell gut gebrauchen. Wonach sollst du denn riechen? Steht hier nicht drauf, ne? Nö. Jo, dann mache ich dich jetzt einfach mal auf. Es hätte auch andere Geschichten gegeben, habe ich eben gesehen, weil das war auf der ersten Seite, die ich eben umgeklappt habe. Happiness und Mysteria, und die kosten nur 9,95 € die Düfte, ne? Ist natürlich cool. Du hast manchmal auch Alternativprodukte drin. Ich guck mal, ob ich bei den anderen... Nö. Produkten, Alternativprodukte gehabt hätte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, falls irgendein Produkt, was ich hier euch in der Box unboxed habe, ein anderes zu dem ist, was ihr in eurer Box drin habt. War das ein Satz? Ich hoffe.
Und genau, dass wir uns da mal drüber austauschen, weil ich das immer sehr interessant finde. Weil manchmal schreiben die das auch gar nicht ins Häppchen mit rein, wenn da irgendwo ein Unterschied ist. Das hier kommt übrigens auch in meinen Fullface Beautyboxen. Doch, das ist ein ansprechender Pumpspender. Sehr, sehr so diamantmäßig, ne? Sehr interessant gestaltet. Es ist schlicht, aber von der Flaschenform, die natürlich aus Glas ist, ist das extrem schön. Jetzt bin ich gespannt, wie der Duft ist. Ich muss mal gucken, wo ich das hinsprühe, denn ich habe eben eine Männerbox ausgepackt und ich rieche eigentlich nach Mann aktuell. Deswegen kommt es jetzt auf meinen Pulli. Okay, es riecht sehr frisch blumig, sehr frühlingshaft, aber extrem angenehm. Mag ich. Oh, das ist ein schöner Duft. Der macht mich auch wirklich glücklich. Also Happiness trifft es auf jeden Fall. Schön, mag ich. Mag ich, wirklich, mag ich. Schön. So, dann habe ich hier einen Lippenbalsam, der war ja schon angekündigt. Und zwar von Be Natural, das passt natürlich zum Motto der Box. Bees Wax Lip Balm mit Acai. Das ist interessant. Hatte ich schon mal was mit Acai? Ja, bestimmt Gesichtspflege oder sowas, aber als Lippenbalsam nicht, ne? Finde ich cool. Und bei Be Natural hast du halt wirklich noch so ganz, genau, 100% natürliches Bienenwachs. Und das soll deine Lippen schützen und mit Feuchtigkeit versorgen. Ich habe jetzt aktuell schon einige offen, deswegen mache ich den nicht nochmal extra auf. Wir können uns ja mal den Flakon angucken, das Produkt an sich. Genau, sieht auch sehr, sehr schön aus. Ja, wie ein Lippenbalsam halt, ne? Ja, mag ich. Aber das mit dem Lila ist auf jeden Fall was Besonderes. Das hat man jetzt nicht so ultra häufig. So, und jetzt habe ich hier noch ein Maskenprodukt drin. Ich kaufe ja keine Einmal-Masken für unter die Augen mehr, sondern wenn dann halt nur noch diese Pöttchen mit den 60 Anwendungen oder sowas oder 60 Stück, 30 Anwendungen. Wenn ich aber sowas mit in Masken drin habe, dann wird es verwendet, ne? Gold Eye Brightening and Firming Maske von Vitamasks. Und Vitamasks ist eine recht hochpreisige Marke, die aus Schweden, glaube ich, kommt, oder? Sehe ich das richtig? Ich gucke mal eben hier hinten drauf. Nö, aus London. Läuft. Okay. Und das soll die Augenpartie wirklich mit Goldextrakt, oh ja, ich glaube, das waren die, wo sogar so Goldflusen drin waren, und Hyaluronsäure und so, soll die untere Augenpartie kühlen und hydratisieren. Das finde ich ganz gut. Ich habe aktuell sehr, sehr trockene Augen. Also von daher wird das wahrscheinlich heute Abend oder so mal in Anwendung kommen. Und ihr Lieben, das war es jetzt mit der Box. Man darf nicht vergessen, 13,45, komm, 13,50, ne? Zeit mal für die Box. Und da haben wir echt schöne Produkte drin. Es ist so ein schöner Rundumschlag dieses Mal, wirklich von Parfum zu einem Tool, zu Pflege, Körper. Und es passt auch schon irgendwie so Richtung Valentinstag. Ich bereite mich auf ein Date vor. Man sollte sich vorher duschen. Wer weiß. Also von daher ein schönes Parfum auflegen, was echt gut riecht. Es riecht wirklich angenehm. Sehr, 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 sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Genau. Doch, also mir hat die gut gefallen. Und wir haben hier, glaube ich, auch einen recht schönen Wert wieder mit dabei. Aber vor allem ist mir immer wichtig, dass es auch brauchbare Produkte sind. Und die haben wir hier. Und denk an die Verlosung. Denk dran, ja, bei Gefallen diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das wäre sehr cool. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!